غرباء غرباء غرباء. Ab welcher Summe, Geldsumme, muss man Zakat entrichten? Und diese Sache, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn wenn man ehrlich ist und die Muslime fragen würde, du gehst auf die Straße und du fragst einfach Muslime, in Deutschland oder in England oder in Marokko, in Algerien, egal wo, Türkei, frag mal die Muslime, die Allgemeinheit der Muslime, wann muss man Zakat zahlen? Wie oft muss man Zakat zahlen? Was ist Zakat? Ja? Allahu a'lam, ich bin mir nicht sicher und ich wünschte, ich könnte etwas anderes behaupten, aber ich gehe davon stark aus, dass die allermeisten Muslime gar keine Ahnung haben von Zakat. Ja? Weil ich sehe das anhand schon der Fragen, die man jeden Tag bekommt von den Leuten und im Allgemeinen, ja, man hat schon Schlimmeres gehört, ja, viele Muslime wissen noch nicht mal, was La ilaha illallah ist. Ja? Obwohl wegen La ilaha illallah Himmel und Erde erschaffen wurde. Unser Dasein ist wegen La ilaha illallah. Und Jannah und Jahannam ist wegen La ilaha illallah. Alles ist wegen La ilaha illallah und La ilaha illallah, subhanallah. Und trotzdem, die Muslime wissen gar nicht die Bedeutung. Viele Muslime wissen das nicht. Geschweige denn dann Sachen, die weniger sind oder ja, nur Zweige sind von La ilaha illallah eigentlich. Ja? Subhanallah. Und deswegen, und das ist eine Sache, die sehr, sehr schade ist und schlimm zugleich. Warum? Weil diese Sache eigentlich jeden Muslim angeht. Ja, man muss nicht alles, nicht jeder ist dazu verpflichtet, jedes Wissen sich anzueignen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt im Hadith Sahih, Talabul ilm faraida ala kulli Muslim. Ja, also nach Wissen zu streben ist Pflicht für jeden Muslim. Aber was ist hiermit gemeint? Ja, nach Wissen zu streben. Ja, ich muss, nicht jeder von uns muss viel Wissen haben über Tafsir. Nicht jeder von uns muss Wissen haben über ilm al-Rijal, um jetzt im ilm Hadith zum Beispiel, musst du die Personen, die Überlieferer der Hadith und so, du musst sie kennen, ihr ganzes Leben kennen, Wissen über sie haben, ist er vergesslich, ist er rechtschaffen, ist er bekannt, ist er unbekannt, ist er, als was ist er bekannt, wie und ja, wo ist er geboren, wann ist er gestorben, alles. Du musst die einzelnen Personen studieren. Aber dieses Wissen muss nicht jeder wissen. Dieses ist ein Fard. Wenn das einige Leute machen, und zwar einige Gelehrte, dann ist es ist nicht Pflicht für jeden Einzelnen. Es ist kein Fard, Lein für jede einzelne Person. Aber, was aber Pflicht ist für jeden Einzelnen, Muslim zu wissen, ist zum Beispiel Fiqh al-Salah. Ja, das Wissen über das Gebet. Jeder Muslim muss wissen, wie man betet. Ja. Und ehrlich gesagt, ich finde das ist auch eine Sache zum Beispiel, wo man sieht, dass wir Muslime sehr, sehr weit weg sind von unserer Religion und sehr, sehr schwach sind. Ich habe gestern noch solche Fragen bekommen. Ja, geht mein Wudu weg, wenn ich niese? Ja, ist mein Gebet gebrochen, wenn ich... so Sachen, die haben mit dem Gebet, mit dem Wudu, mit Sachen gar nichts zu tun. Ja, ist Ramadan, ist mein Ramadan, kann ich, habe ich mein Ramadan gebrochen, weil ich... also ganz komische Sachen, ja, weil ich geschlafen habe, einen halben Tag oder irgendwelche so Fragen, die gar nichts mit dieser Sache zu tun haben eigentlich. Und dann siehst du daran kann man dann erkennen, wie weit wir weg sind von unseren Pflichten. Aber das Wissen, was jeder Muslim wissen muss, ist dieses, das, was du praktizieren musst. Das, was man machen muss, darüber musst du Wissen haben, wie man es macht. Das heißt, ein Muslim muss jeden Tag beten, das heißt, du musst das Gebet lernen, du musst wissen, ja. Und wenn einer dann so solche Fragen stellt, dann weiß ich, der hat gar keine Ahnung. Der hat ja nicht gelernt. Wenn er lernen würde, was macht die Gebetswaschung oder das Gebet ungültig, dann würde er nicht eine Sache fragen, die quasi mit der Sache gar nicht, damit gar nicht, er wüsste das. Ja? Und daran sieht man halt diese Situation, in der wir leben. Ja? Ramadan, wenn Ramadan ist, du musst wissen, wie der Fiqh ist von Ramadan. Wie fastet man? Was macht Fasten ungültig? Etc. Weil es gibt Leute, die kennen die jetzt gar nicht und dann passiert irgendwie, der hat zum Beispiel aus Vergesslichkeit, hat er kurz gegessen. Ja? Oder viel gegessen oder wenig gegessen. Aber der hat es vergessen, dass er fastet. Was macht er? Oh, jetzt habe ich sowieso gebrochen. Er geht und dann isst er den ganzen Tag weiter. Am Anfang, sein Essen, was er gegessen hat, war ein Geschenk von Allah, wie Mohammed s.a.w. sagte. Danach, er geht dann freiwillig, also absichtlich essen, und er sündigt, große Sünde sogar. Ja? Und man kann da nicht sagen,
bei allen Sachen und immer sagen, du bist entschuldigt, weil ich wusste nicht. Ja? Weil ich wusste nicht, dieser Al-Jahl, diese Unwissenheit, die schützt dich ja nicht immer. Ja? Es ist ein Unterschied, ob jemand lebt in einem Ort, wo er seine Unwissenheit nicht aufheben kann. Er kann fragen, er kann lernen, er hat Zugang zu Moscheen, zu Schujuch, zu Leuten, die ihm helfen können und zeigen können. Und jemand, der irgendwo in einem Busch lebt, in Afrika, in irgendeinem Dorf oder irgendwo, wo er gar keinen Zugang hat, der ist Analphabet, er kennt niemanden, etc. Und deswegen, das ist ein großer Unterschied. Und wenn du dann deine Unwissenheit aufheben kannst, wenn du die Möglichkeit hast, deine Religion zu lernen oder zu wissen, wie bete ich richtig, wie faste ich richtig, und du tust das nicht, es kann sein, dass du zur Rechenschaft gezogen wirst und bestraft wirst dafür. Ja? Warum? Weil derjenige, der Fasten bricht, absichtlich, der hat eine große Sünde begangen. Keine kleine, eine große Sünde. Gewaltige Sünde, von den größten Sünden. Und ich habe jetzt vielleicht weit ausgeholt, ja? Aber ich wollte zurück zu dem Thema Zakat, weil das genauso wichtig ist. Ja? Zakat ist eine Säule des Islams. Ist eine Säule des Islams. Ja? Und mit den Säulen des Islams ist ja nicht zu spielen. Ja, darauf ist ja der Islam, der Glaube ist darauf aufgebaut. Alles andere sind ja nie Furu', sind alles andere Sunnah. Ja, es gibt Pflichtfasten, es gibt Sunnah-Fasten, freiwillig. Ja, es gibt Zakat, was Pflicht ist, und dann gibt es freiwilliges Spenden. Es gibt Gebet, was Pflicht ist, und dann gibt es freiwillige Gebete, etc. Aber das ist das Fundament, du gehst ans Fundament dran. Und deswegen ist das sehr, sehr problematisch. Ja, und das ist auch problematisch, warum? Weil, wenn man mit Zakat spielt, oder keine Ahnung hat von Zakat, oder sich nicht erkundigt, ja, man ist ein Dieb. Im wahrsten Sinne des Wortes, du bist ein Dieb. Warum? Weil Zakat hat Allah Azza wa Jal so gemacht, dass Allah den Menschen, manchen Menschen viel gegeben hat, aber von dem, was er ihnen gegeben hat, ein kleiner Teil davon gehört ihnen nicht. Der gehört dir nicht, das ist nicht dein Haq, das ist nicht dein Anrecht, sondern das ist das Anrecht von den armen Menschen. Von den 8 Arten von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in der 9. Surah Tauba, erwähnt hat, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns beigebracht hat, wer die Zakat nehmen darf. Und zwar wie Allah also sagt im Koran, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ. Ja? Allah sagt, das sind die 8 Arten von Menschen, denen man Zakat geben muss, die Zakat nehmen dürfen. Ja? Allah sagt am Anfang, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ, wahrlich die Sadaqat. Also der nennt Zakat auch Sadaqa, ist eine Form von Sadaqa. Aber hier in dem Vers, das ist Zakat mit gemeint. Ja? Und am Ende des Verses ist es verdeutlicht, wo Allah sagt, فَرَيْدَةً مِنَ اللَّهِ. Das ist eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala. In einem anderen Vers, ebenfalls Surah Tauba, sagt Allah, خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Nimm von ihrem Geld. Ja? Sadaqa. Deswegen, liebe Geschwister, mit dieser Sache ist nicht zu spielen. Warum? Denn von diesem Teil, von diesem Geld, was Allah dir gegeben hat, Geld, Gold, Waren, Wert, was auch immer, ein kleiner Teil davon gehört dir nicht, es gehört den armen Menschen. Wenn du es nicht rausgibst, du hast sie beklaut. Ja? Du hast sie bestohlen quasi. Und ganz ehrlich, liebe Geschwister, wenn die Muslime auf dieser Erde alle Zakats entrichten würden, wallahi, wir brauchen keine Hilfe weder von der EU, noch von Sozialhilfe, noch sonst irgendwas. Ja? Wenn alle Muslime ihre Zakats entrichten würden, es gibt so viele Multimillionäre und Milliardäre, Muslime, wenn die alle ihre Zakats entrichten würden, wir hätten gar keine Armut. Aber wer zahlt sie? Wer weiß überhaupt, wann er zahlen muss und wie er zahlen muss? Ja? Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Wissen. Und ich will jetzt nicht zu tief ins Thema gehen, aber erstmal sind das die 8 Arten von Menschen, die Zakats entnehmen dürfen. Ja? Allah sagt am Anfang, Fuqara und Masakin, ja, Arme und Bedürftige, das ist ein kleiner Unterschied. Der eine ist arm, ja, er verdient vielleicht, er geht arbeiten, verdient 1000 Euro, aber er braucht 2.000, 3.000 Euro zum Leben. Ja, der hat am 15. hat er zum Beispiel gar kein Geld mehr. Er ist bedürftig, aber er ist nicht null. Er hat was, er arbeitet vielleicht. Vielleicht hat er auch sogar eine Bude, ein Auto vielleicht, aber das, was er verdient, das, was er hat, reicht ihm nicht. Ja, er hat Anrecht auf Zakat. Und der andere ist derjenige, der gar nichts hat, null. Ja, der hat nicht mal vielleicht für einen Tag. Beide sind Zakats. Und dann ja, insgesamt 8 Arten von Menschen. Diese Zakats, die sie bekommen, das ist keine Zakats, wo du geben kannst. Viele Muslime wissen das. Ich frage mich auch immer, ich möchte gerne Zakats geben. Ich möchte einen Brunnen spenden damit. Nein, so geht das nicht. Du kannst nicht Zakats, du entscheidest,
was der Arme bekommt. Zakat ist eine Übergabe von deinem Geld zu ihm, eine Übergabe von diesem Geld geht von deinem Milk zu seinem, ja, von seinem Besitz zu seinem Besitz über. Und er entscheidet, ob der jetzt Medizin braucht oder Nahrung oder Miete oder sonst irgendwas. Nicht du entscheidest für ihn. Ja, und ein Brunnen ist ja meistens für ein Dorf. Jeder kann sich daraus Wasser nehmen. Du hast dieses Geld nicht einer Person übergeben, dass es sein Besitz ist. Ja, und deswegen man übergibt es ihnen in Form von Geld, Zahlungsmittel, und die entscheiden, wofür das ist. Zurück zum Thema, damit ich jetzt nicht noch viel weiter darüber rede. Ab welcher Geldsumme muss man Zakat geben? Ja? Das, was die Gelehrten sagen, ist das, Barakallahu fikum, dass man bei Gold, ja, es wird immer berechnet nach Gold und Silber. Ja? Und zwar bei Gold ab 85 Gramm. Ja? Ab 85 Gramm bei Gold, rein Gold, 24 Karat, ja? Ab 85 Gramm. Und bei Silber ist das 595 Gramm. Bei Gold, nach dem jetzigen Wert, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt, aber ungefähr etwas über 4.000 Euro. Ja, nach dem Wert vielleicht vor ein, zwei Wochen oder so. Ich denke, es variiert jetzt nicht so stark. Ja, etwas über 4.000 Euro ungefähr. Aber ab 85 Gramm musst du Zakat entrichten. Ja, bei Gold. Bei Silber sind es 595 Gramm. Und da ist es ein Wert momentan, ich glaube, von, ich weiß gar nicht, 260 Euro oder so. 260, 270 Euro ungefähr. Ab dieser Summe musst du Zakat entrichten. Musst du Zakat entrichten. Wie viel Zakat muss man entrichten? Die Zahl, die du hast, durch 40 teilen. Das heißt 2,5%. Ja? 2,5% von dem, was du hast. Aber erst dann, wenn es ein Jahr bei dir geblieben ist. Ja? Diese Summe von Gold oder Silber ist der Nisab. Wenn du das erreicht hast, und dann diese Summe bleibt bei dir. Ist eine Ersparnis, ein Wert, was du hast. Ein Jahr bleibt das bei dir. Dann ist das Zakatpflichtig. Dann musst du davon 2,5% abgeben in Form von Zahlungsmittel, Geld, an eine von diesen 8 Personen. Musst du keine Institution geben, wie nicht wie beim Vatikan oder Kirche oder so, oder irgendeinem Präsidenten oder so, würde ich sowieso extrem davon abraten, aber du kannst es selbst übergeben, weil das ist eine Ibadah, das ist Gottesdienst zwischen dir und einem, dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist dazu verpflichtet. Kennst du arme Leute, die Zakat nehmen dürfen? Dann gibst du es ihnen. Ja, in deiner Heimat oder egal wo. Oder da, wo du lebst. Ja, kann auch hier sein. Weil einer von diesen 8 ist wer? Ja, derjenige, der auf einer Reise ist. Der ist ein Reisender und seine Tasche ist leer und er ist jetzt quasi ohne Geld. Der hat das Recht, Zakat zu bekommen, beispielsweise. Und ab dieser Summe, liebe Schwestern, was muss man machen als Muslim? Man muss auch zusammenzählen. Es kann ja sein, dass einer vielleicht zum Beispiel, der hat einfach nur, sagen wir mal, 50 Gramm Gold. Der hat nicht 85 Gramm Gold, der hat nur 50 Gramm Gold. Aber der hat noch 2.000 Euro auf der Bank. Ja? Oder in seiner Spardose, Sparbuch irgendwo, hat er 2.000 Euro. Wenn du es zusammenrechnest, der ist schon über dem Nisab. Der hat schon diese Summe überschritten. Wenn das bei ihm ein Jahr bleibt, er ist dazu verpflichtet, das sofort rauszugeben. Ja? Wenn man es nicht macht, man begeht eine große Sünde im Islam. Und man nimmt das Recht weg von den armen Menschen. Oder von denjenigen, die das nehmen dürfen. Ja? Man muss das zusammenzählen. Außer natürlich bei der Sache, wenn zum Beispiel Frauen Schmuck haben, Gold oder Silber etc., das, was sie selber anziehen, darin gibt es Meinungsverschiedenheit. Manche Gelehrte sagen, alles, von allem Gold, was man besitzt, muss man das so rechnen. Du musst nicht dieses Gold selbst verkaufen quasi, umtauschen in Geld und dann Geld geben. Du kannst auch einfach das ausrechnen. Sagen wir mal, du hast jetzt 5.000 Euro. Ja, 5.000 Euro. Und dann rechnest du das aus, also 2,5% davon, 25 Euro bei jedem 1.000, hast du dann 125 Euro. Bei 5.000 Euro hast du 125 Euro. Ja? Und dann musst du das abgeben. Andere Gelehrte sagen, nein, nein, die sagen nur Gold und Silber, das, was man als Wertanlage hat, das, was man spart, nicht das, was man anzieht, nicht was die Frauen immer wieder anziehen quasi. Die haben das zwar irgendwo, aber mal zieht die diese Ohrringe an, mal zieht die diese Golduhr an oder so. Manche Gelehrte sagen, nein, das, was sie anziehen, brauchen sie nicht. Andere sagen, ja, müssen sie. Das heißt, daran gibt es Meinungsverschiedenheit. Was man natürlich in die Nummer sicher macht, damit man 100% safe ist, man gibt einfach davon die Zakat und fertig. Ja, dann ist man auf der sicheren Seite. Darin gibt es Meinungsverschiedenheit und ich kann mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht sagen, welche Meinung stärker ist. Aber Al-Ahwat, was sicherer ist, dass man vor Allah rein ist und am Ende des Tages diese Zakat
Yani, was macht diese Zakat, die man macht? Die reinigt. Die reinigt dich selber, die reinigt dein Herz, die reinigt dein Besitz, dein Geld. Allah sagt im Koran, Surah Tauba, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا. Ja? Nimm von ihren Geldern Sadaqat, Zakat. Was macht dieses Zakat zu entrichten? تُطَهِّرُهُمْ, sie macht sie rein. Ja? Und macht dir Tazkiya. Ja? Macht beides. Und zwar macht sie es bei dir, sie macht dein Herz rein, rein von Neid, rein von Geiz, ja, dass du gibst, dass du teilst, dass du an andere Menschen denkst. Ja? Weil Allah hat dir das gegeben, Allah hat dir viel gegeben und er will, dass du nur ganz, ganz wenig abgibst. Ja? Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, auch jetzt könnte vielleicht auch einer fragen, okay, aber muss ich jetzt das, was ich habe, rechnen im Wert von Silber, was ja viel weniger ist, oder von Gold? Weil bei Gold ist das ja erst ab quasi mehr als 4.000 Euro, 4.100, 4.200 oder so aufwärts, wenn du das mehr als ein Jahr hast. Aber man muss jetzt Zakat geben bei beiden, bei Gold und Silber. Und deswegen sagen sehr viele Gelehrte, dass es Pflicht ist, die Summe von Silber zu geben. Und das ist auch anfa' lil-fuqara, das auch hat mehr Nutzen für die bedürftigen Menschen. Das heißt, ab einer Summe von 260 Euro ungefähr, je nach Wert, also 595 Gramm, kannst du dann schauen, wie der Kurs ist. Wenn du mehr als 595 Gramm Silber hast, ja, ungefähr 260 Euro. Wenn du diese Summe hast und auf und mehr, wenn es ein Jahr bei dir bleibt, du bist dazu verpflichtet, 2,5% davon an Zakat zu entrichten. Und wieder, wenn man das nicht macht, begeht man große Sünden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die inshallah versuchen, diese Pflicht inshallah zu erfüllen und diese Sache auch zu erlernen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt recht leiten.